check that out. Hallo liebe Alarmchecker, heute mache ich einen kleinen Videocheck über dieses kleine Teil hier, nämlich die Sterbil Universalklammer. Wir schauen uns die jetzt mal ganz kurz ein bisschen an. Ich zeige euch ein paar Eindrücke von der und dann wollen wir mal gucken, was kann die so und was ist der Unterschied zu einem herkömmlichen C-Haken. Das ist die Sterbil Universalklammer. Was mir jetzt als erstes aufgefallen ist, wo ich die in Treppendorf gekauft habe, muss ich sagen, ist, dass die Sterbil Universalklammer von Global Truss hergestellt wird. Das steht natürlich dann gleich für Qualität. Es ist nämlich der Global Truss Self-Lock Haken. Wenn wir die Universalklammer so sehen, sehen wir erstmal das große Maul, wo wir dann die Traverse reintun können. Hier haben wir die große Schraube, womit wir das Maul kleiner und größer machen können. Und was es mit den anderen Sachen auf sich hat, das zeige ich euch gleich. Okay, was ist das Besondere an der Sterbil Universalklammer? Wenn man die Klammer auspackt, ist sie genauso. Man kann hier etwas rausnehmen. Das ist so ein kleines Plastikstück. Das bewirkt Folgendes. Wenn wir das draußen lassen, dann können wir Rohre und Traversen mit der Klammer festmachen. Und das von 13 bis 55 mm. Also man kann hier das wirklich ziemlich klein machen. Und wie gesagt, bis 55 mm passt also auf alle gängigen Traversen. Mit diesem Adapter können wir ganz einfach die Clamp für Flachmaterialien benutzen, auch von 13 bis 55 mm. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wo macht man denn da dann die Geräte fest? Hier unten ist so ein Bolzen. Moment, ich muss den gerade mal aufschrauben hier. So, der ist fest, ja, der geht nicht raus. Um den rauszumachen, muss man ganz einfach hier diesen Stift reindrücken und dann könnt ihr den Bolzen problemlos herausnehmen. Der sieht so aus. Das hier ist der Teil, wo in die Universalklammer kommt. Und hier haben wir eine M10 Sechskantschraube, wo wir jetzt einfach den Lichteffekt dran machen können. Ein kleiner Nachteil, der mir jetzt aufgefallen ist, im Gegensatz zur Manfrotto Super Clamp, ist hier in dem Bolzen leider keine Flügelmutter. Das heißt, man braucht immer Werkzeug, um das richtig festzudrehen hier. Aber man macht das ja auch nicht jedes Mal ab. So, ich zeige euch jetzt das gleich mal anhand von einem Lichteffekt, wie man das so macht. Okay, ihr wollt jetzt sehen, wie wende ich die Sterbil Universalklammer an. Deswegen hole ich jetzt einfach mal einen Lichteffekt. Muss ich gerade die Kamera noch ein Stück nach oben machen. So, jeder Lichteffekt hat ja hier oben so einen wunderschönen Haltebügel, den wir natürlich verwenden.
Was ich jetzt mache, ist ganz einfach. Ich nehme den Bolzen und mache einfach ihn an dem halben Bügel vom Lichteffekt fest. So, jetzt zieht man das natürlich idealerweise mit einem Ring oder Maulschlüssel fest. So, und dann sieht man schon, an dem Lichteffekt ist der Bolzen dran. Was jetzt ganz einfach ist, ich habe ja jetzt zwei Teile, nicht wie bei einem C-Haken, wo es nur ein Teil ist. Ich kann jetzt ganz einfach diese Klemme nehmen, gehe an die Traverse, schraube die Klemme fest und dann komme ich ganz einfach mit meinem Tri-Face, drücke hier auf den Bolzen und mache einfach Klack. Und schon ist der Lichteffekt fest. Jetzt wundert ihr euch natürlich, das wackelt doch. Das ist ganz einfach. Dafür ist diese, ich muss mal ein Stück zur Seite gehen, weil ich so ein schwarzes Poloshirt heute an. Dafür ist diese Schraube, wenn ihr die festdreht, dann wackelt hier gar nichts mehr. Und ihr seid wirklich glücklich. Und es ist super praktisch, vor allen Dingen beim Abbau. Abbau stört immer viele. Das macht man ganz einfach. Man dreht hier einfach die Schraube auf. So. Und dann macht man einfach Klack. Die Klemme lässt man immer an der Traverse und den Bolzen immer am Lichteffekt. Das ist wirklich super praktisch, weil ihr nicht immer hier aufdrehen müsst und ja, sondern der Bolzen bleibt einfach immer am Lichteffekt, die Klammer immer an der Traverse und das ist wirklich super praktisch. Ich zeige euch jetzt gerade hier nochmal so ein bisschen. Also wenn ihr hier dreht, ja, könnt ihr das wirklich problemlos einstellen. Was natürlich auch super ist, wenn man so einen variablen Winkel hat, man kann auch an jedem Lichtstativ, das diese Maße erfüllt, die Klemme festmachen. Und deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Okay, hier haben wir das Rohr von dem Lichtstativ. Jetzt nehme ich einfach meine Klammer. Ich muss gerade mal gucken, dass ihr das so ein bisschen erkennen könnt. Also ich drehe hier. So. Jetzt halte ich das einfach fest und drehe zu. Was mir auch sehr gut gefällt an der Universalklammer mit diesem, dass dieser Griff so lang ist, weil da könnt ihr wirklich die Klammer schön festziehen und die hat auch hier innen im Maul entsprechend Gummis, dass ihr natürlich nichts verrutschen könnt, kann. So, und jetzt ist die Klammer fest. Was ich jetzt mache, ich hole mir jetzt ganz einfach den Lichteffekt. So. Und jetzt führe ich den Bolzen in das dafür vorgesehene Loch. Ich drücke dabei unten den Stift. Klack. Und der Lichteffekt ist fest. Jetzt noch ganz einfach. Jetzt drehe ich hier an dieser kleinen Flügelmutter noch fest. Das ist natürlich ein bisschen tricky, dass ich gucken muss, dass ich euch nicht die Sicht versperre. Aber es funktioniert. Und schon ist der Lichteffekt, wenn ich das euch jetzt gerade mal zeige, hier an dem Stativ fest. Und das ist natürlich super praktisch. Also nicht nur für Traversen geeignet, sondern wirklich für alles. An Flachmaterialien, an allen möglichen Rohren, ganz normale Traverse, Lichtstative und mit der Stabil Universalklammer lässt sich auf jeden Fall einiges realisieren. Zum Abbau. Das ist natürlich jetzt ein Kinderspiel. Was ich ganz einfach mache, ich drehe hier diese kleine Flügelmutter los. Das muss ich machen, sonst kann ich ja nicht den Bolzen rausnehmen. Ich drücke unten den Stift, das könnt ihr jetzt nicht sehen. So,
Und schon habe ich den Lichteffekt wieder in der Hand. Den tue ich jetzt in das Case. Und die Klammer könnt ihr jetzt für den Transport dran lassen. Wenn ihr sie abnehmen wollt, ist es aber auch ganz einfach. Einfach hier wieder aufdrehen und abnehmen. So einfach geht das mit der Sterbel Universalklammer. Einen kleinen Tipp noch, wenn ihr die festhaltet, um am Stativ festzumachen, bitte nicht so halten, dann ist das nicht so gut. Immer hier unten schön festhalten, zudrehen und fertig. Ich kann euch jetzt gerade noch mal kurz hier ein bisschen zeigen, wie der Bolzen hier funktioniert. Was ich da jetzt so rot spiegel, das ist das Record-Licht von der Kamera, aber sieht man auf jeden Fall. Das ist eine hochwertig verarbeitete Klemme, mit der ihr bis zu 15 Kilogramm hochheben könnt, das ist halten könnt, das ist selbstverständlich TÜV geprüft. Ich kann euch gerade nochmal hier zeigen, genau. So funktioniert das also. So, das war der Videotest zur Sterbel Universalklammer. Ich kann sie euch natürlich empfehlen. Kaufempfehlung absolut 100%, weil gegenüber einem normalen C-Haken habt ihr wirklich viele Vorteile. Was sicherlich ein bisschen störend ist, dass keine Flügelmutter ist, aber dafür kostet die Sterbel Universalklammer ja auch nicht mal 20 Euro. Und damit ist sie sehr preiswert im Gegensatz zur Super Clamp. Ja? Oder zur Super Clamp gibt es ja mittlerweile viele, die so heißen. Und also ich empfehle sie euch, ist wirklich ein super Produkt. Alle weiteren Informationen zur Sterbel Universalklammer findet ihr auf www.thomann.de. Sterbel ist ja die Eigenmarke vom Musikhaus Thomann. Ich bedanke mich wie immer fürs Anschauen und sage Practice and Enjoy. Check that out.